Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zum dritten Spiel diese Woche. Ja, nachdem wir gestern wieder so einen schönen Abbruch hatten, das ist echt eine Krankheit, sowas. Weiß nicht. Das Spielen ist ein Online-Spiel, wo es wirklich Mann gegen Mann geht, wo es kompetitiv ist und dann ziehen sie sowas ab, wo du sagst, komm. Spiel offline, wenn du keinen Bock hast, gegen andere zu verlieren. Offline ist die Chance, dass du nur gewinnst. 1905, gegen den haben wir schon mal gespielt, glaube ich. Mal gegen ihn schon mal gespielt? Nee. Macht er gut. Och, wie gibt er wieder ein Foulspiel? Das ist das, was ich immer sage. Es ist zu lächerlich, für was es ab und zu Fouls gibt hier. David Alaba geht dazwischen. Davis. Oh, ich sehe da schon Puyol. Davis, oh, gibt Eckstoß. Boah, haben wir Glück, haben wir Glück. da haben wir viel Glück, dass das Eckstoß gibt. Schade. Schade, schade, schade. Das war, ja, Gnabry stand da schon gut, einfach so zum Ball mitnehmen. Ach, schau dir das an. Du blockst den Ball mit David Alaba. Genau so, dass der andere ihn nur noch mitnehmen muss. Weil der Spieler, der neben ihm steht, den Ball nicht kontrollieren kann, aus welchen Gründen auch immer. Schaut mal zu, das ist nicht so meins. Ja, Digga, Gnabry, du stehst einen Meter daneben, dann geh halt hin. Was macht der Torhüter? Er holt ihn nicht raus, er holt ihn nicht raus, er holt ihn immer noch nicht raus. Dann macht Benzema halt das Tor. 1-0. Schuss, das ist so. Die Abseitsbrücke ist einfach knapp. Ich habe gehofft, dass es noch rechtzeitig wegspielt. Macht aber leider nicht mehr. Wie kann denn das kein Foulspiel sein, Digga? Das ist das Nächste. Wie kann denn das kein Foulspiel sein? Puyol ist meilenweit entfernt vom Ball, räumt Gnabry weg und es gibt nichts. Boah! Krasse Paraden jetzt. Das waren jetzt 3, 4 Stück hintereinander, wo ich echt sag, Wahnsinn. Hä? Die nächste Aktion, wo ich sag, ja, ist eine klare Ecke. Schiebt sich dazwischen, berührt den Ball. Nichts. Morientes kriegt wieder mal den Ball nicht so durch, wie es braucht. Jetzt gibt es mittlerweile nichts Neues mehr. Davis. Wenigstens kommen diese geraden Pässe einfach hinten raus jetzt mal an.
Schaut es an. Morientes bleibt stehen. Könnte den Konter laufen? Nee, bleibt lieber stehen, schaut zu, verliert den Ball, weil er nicht mehr hinterherkommt im Laufduell. Und das ist das, wo ich sage, das ist, weiß ich nicht, kritisch. Selbe Aktion, letzte Spiel übrigens, oder letzte Folge gehabt, war ein Foul. Also, es ist auch hier von den Schiedsrichtern nicht wirklich eine Linie drin, was jetzt ein Foul ist und was nicht. Zum Mitlaufen. Ja, das ist kein Abseits. 2-0. Morientes. Kein Abseits. Oh, 10 Minuten später. Und jetzt kommt der Abbruch. Wir wissen, wie es läuft diese Woche. Lieber abbrechen als durchspielen. Lieber der einfache Weg. So ist 2-0. Wie gesagt, er geht nicht hin bei diesem 1-0. Normal, er hätte diesen einen Verteidiger hätte reinziehen müssen. Weiß nicht, was er sich da gedacht hat, dass er uns so lange laufen lässt. Uff. Hat er echt gedacht, dass er das mit dem einen noch rausholen kann. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht. Er scheint mir nicht logisch. Dass er meint, er kann hier diesen Ball mit den zwei Hanseln mehr oder weniger, die da hinten stehen, dass sie ihn da rausholen kann, das verstehe ich nicht. Es gibt einen Grund, warum dieser Spieler einer der Besten der Welt ist. Ich muss jetzt gerade ein Ding finden, dass wir die hinten noch alle reinkriegen. Ich wünsche, man könnte irgendwie die Kamera anhören oder so. Nehmen wir doch einfach das da. So. Nochmal 2. Sehr schön. Wir marschieren schon wieder in Liga Richtung, in Richtung Liga 6. Freut mich natürlich. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bei euch. Sagt Charman V. Wir sehen uns morgen wieder zur Eventfolge. Dann holen wir uns wieder 2 mehr Packs. Sammeln die Packs weiter und dann hoffentlich bald Team of the Season. Ich hoffe es. Und noch bis Mai warten müssen. Bis dahin haben wir keine Ahnung. 100. Zigtausend Packs gesammelt. Bis dahin, Jesikowski, bleibt gesund, wir sehen uns. Ciao, ciao.